Es war wieder mal alles mit dabei beim traditionellen Donau-TV-Cup. Schöne Tore, mitfiebernde Eltern, edle Medaillen und sogar die ein oder andere Entscheidung im 7-Meter-Schießen. Kein Wunder, dass die Jungs hinterher, egal welche Platzierung sie mit ihren Teams erreicht hatten, vom Turnier begeistert waren. Hat dir das Turnier gefallen? Ja. Was war das Beste? Das Spiel. Wie viel da seid ihr geworden? Auf dem dritten Platz. Eigentlich sind wir letzter geworden, aber das hat auch nichts gemacht. Aber es hat mir trotzdem gefallen. Und es war gut auch für die schönen Medaillen. Und dir hat das Turnier gefallen? Sehr gut. Warum? Weil wir fitter geworden sind. Und da bist du zufrieden? Mhm. Ich schon. Auch wenn ich manchmal den Kopf einstecke. Und wie hat das Turnier heute gefallen? Schön. Wie viel der seid ihr gewonnen? Erster. Genau, die Spielvereinigung Plattling hatte nämlich die stärkste Formation am Start. Aufgeteilt waren die 8 Mannschaften in 2 Vierergruppen. Da setzten sich die Plattlinger in der Gruppe B zusammen mit dem FC Edenstetten durch. In der Gruppe A hatten der SV Edenstetten und die Gastgeber des SVD genau die besten Karten. Im Überkreuz-Halbfinale besiegte dann Plattlingen den gelben Leiberln, der genau klar mit 4:0. Im anderen Halbfinale setzte sich der FC gegen den SV Edenstetten durch. Aber auch sie fanden im Finale kein Mittel gegen den Plattlinger Nachwuchs. Die Spieler müssen übrigens alle unter 7 Jahre alt sein. Die Spielvereinigung holte sich mit einem klaren 2:0 Erfolg den Titel und rundete damit ein gelungenes Turnier ab. Der SV Deggenau hat das Turnier hervorragend ausgerichtet. Es haben viele Mannschaften daran teilgenommen. Das freut mich natürlich sehr als Schirmherr, wenn man dann sieht, dass so viele Mannschaften da mitspielen wollen. Wetter war optimal. Also alles in allem ein hervorragendes Turnier. Und wie gesagt, das erfreut ja immer großer Beliebtheit bei den Mannschaften. Und das sieht man ja an der Teilnehmerzahl der Mannschaften mit 8. Das glaube ich ist ausreichend. Und war schönes Turnier mit dem verdienten Sieger und nächstes Jahr streben wir natürlich wieder die Wiederholung an. Und vielleicht spricht dann auch der Gastgeber wieder ein Wörtchen um den Sieg mit. Diesmal reicht es für den SVD genau nach der Halbfinalniederlage gegen Plattling am Ende nur zu Platz 4, weil man auch das 7-Meter-Schießen im Spiel um Platz 3 gegen den SV Edenstetten verlor. Ja, zufrieden, die Jungs oder Mädels und Jungs, die sind ja noch im Lernen. Und wir haben ja da mit dem Kramer Robert einen erfahrenen Trainer, der ja auch schon erste Mannschaft trainiert hat. Also, und das ist ja unserer Ansicht nach das Wichtigste, die Basis zu schaffen. Und da haben wir mit ihm den richtigen Mann. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Und in 2-3 Jahren, glaube ich, ist die Mannschaft so weit gefestigt, dass die zu höheren Berufen ist. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass alle Spaß hatten. Das war gegeben. Und auch wir von Donau TV gratulieren dem verdienten Sieger Spielvereinigung Plattling. Danke! Ja! Ja!